Herzlich willkommen zurück zu Skyrim Remastered. Auf der PS4 natürlich. Wir sind aus den Glutsplitterminen zurückgekehrt im letzten Part und müssen jetzt nach nach Flusswald, und das ist da hinten. Und dafür werde ich mal meine Magie Hellsehen in die linke Hand nehmen und Flammen natürlich mal ausgerüstet haben. So, wir müssen da lang. Da werden wir da auch mal lang gehen. Ich werde die Magie extra so ein bisschen länger. Da hinten ist eine Hütte. Da hinten ist eine Hütte, die ist nicht mal weit weg. Komm, die gucken wir uns mal an. In diesem Spiel geht es ja schließlich ums Entdecken, ums Questen, ums alles Mögliche machen. Und ich werde sehr, sehr lange damit Spaß haben. Gerade weil es auch knackige 20 Minuten. Wie kommen wir da hoch? Wir probieren es einfach. Gerade weil es ja knackige 20 Minuten Folgen sind, habe ich jetzt einfach mal einen Lachs gefangen. Okay, warum nicht? Oh, hier ist es so still. Guckt euch das mal an. Ich weiß, es sieht schlecht. Der Übergang sieht zwar schlecht aus, aber hier schwimmt man weg automatisch. Aber hier auch. Hä? Ja, hätten sie ein bisschen besser machen können. Aber an sich ist das Wasser gar nicht so hässlich. In Skyrim gab es immer einen Trick, und zwar das Bergsteigen. Das ist ein bisschen schwer und es sieht bescheuert aus. Ich probiere es mal auf diese Weise. Es sieht zwar wirklich bekloppt aus, aber nur so kommen wir darauf. Ah, guck mal, jetzt funktioniert es. Ja, komm, komm, ja. Ah, guck mal einer an. Hat doch super funktioniert. Mit der Perspektivenänderung. Ah, hier ist das Haus irgendwo. Ah, da ist es ja. Guck mal einer an. Oh, ach, das ist die. Oh, die war ja nett. Die war eigentlich nett. Es sei denn, man findet ihr dunkles Geheimnis. Anises Hütte. Und jetzt werden wir das erste Mal außerhalb unserer Gefangenschaft mit einer Person reden, die nicht geskriptet ist. Aha. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Tu ich nicht. Du hast nur eine schwarze Kutte und sonst nichts. Es ist schwer, hier draußen über die Runden zu kommen, aber ich schaffe es schon. Die tut so und... Ich fühle mich hier draußen immer so einsam. Das, was wir machen, ist übrigens eigentlich klauen. Aber bei Ernten, also bei Erntesachen, geht das immer klar, warum auch immer. Ich fühle mich hier draußen immer so einsam. Ja, ist ja gut. Ich leiste dir ja schon Gesellschaft, indem ich deine Sachen ein bisschen wegnehme. Für die, die es nicht kennen, man kann hier stehlen. Ihr seht das ja. Wenn man entdeckt wird, ist man gehasst. Man kriegt Kopfgeld, wird gejagt und kann sogar ins Gefängnis landen. So weit geht das. Deswegen müssen wir versteckt sein, damit wir ein paar Sachen klauen können. Die Schneebären sind zum Beispiel sehr interessant. Todesglockenblumen. Hi, ich habe nichts gemacht. Ich doch nicht. Hehehe. So, die Hexenrabenfeder können wir natürlich jetzt fressen. Gibt uns Magikasenken. Wundervoll. Wir könnten noch die Schneebären essen. Das machen wir mal schnell. Feuerresistenz, okay. Und die Todesglockenblumen werde ich nicht essen. Aus einem guten Grund. Ich weiß nämlich noch, dass es eine Quest gab, wo man 10 Stück davon sammeln muss. Und es war extrem hart, diese zu finden. Oder? Das sieht sehr, sehr schick aus, das Spiel. Oh, what the fuck. So einen lauten, fraulichen Schrei habe ich jetzt nicht erwartet, Aurora. Na, ist sie wieder weg? Ist sie wieder weg? Sie sitzt da. Kann ich denn den Seelenstein von hier aus klauen? Geht das? Geht das? Geht? Oh, hab's geschafft. Mit diesen Seelensteinen können wir nämlich Gegner drin einsperren. Und dann können wir damit verzaubern. Wie das alles funktioniert, das werdet ihr noch alles sehen. Ah, das Essen stehlen ist jetzt ein bisschen sinnlos, das mache ich mal nicht. Aber ich könnte, das nehme ich jetzt das Geile an diesen Schnellspeichern, kann ich nicht probieren, ihr was aus der Hosentasche zu klauen. Oh, 45%ige Chance zum Stehlen. Es hat geklappt. Ha, nice. Vielleicht werde ich ja doch mal öfter Taschendiebstahl machen. So, das Buch hier nehmen wir natürlich mit. Alchemie verbessert, nice. Da unten ist auch noch ein Buch. Ach, das ist ein beschädigtes Buch, das bringt nichts.
Beschädigte Bücher kann man nicht mal lesen und die sind nicht mal in Bücher drinne. Die sind nämlich unter Sonstiges. Fragt mich nicht warum. Es ist ein Buch, aber es ist nicht unter... Ne? Genau. So. What the f... Das hier müsst ihr wohl verlegt haben. Hier, bitte. Was? Was? Ist das neu? Ist das neu? Oh mein Gott. Das hat ja noch nie mehr, das hat noch nie einer gemacht, dass ich... Vor allem, das ist ihre Sache. Das ist gestohlen. Das steht sogar hier, glaube ich. Das steht hier, glaube ich, sogar irgendwas mit... Es ist nicht mehr gestohlen. Warte mal. Da steht gestohlen über Todesglockenblume. Hier auch gestohlen. Das Buch hier ist... Das hier ist nicht mehr gestohlen? Anise! Putze! Weib! Weib! Gucke mal! Habe ich verloren! Das ist ja seltsam. Warum hat die mir das denn jetzt wiedergegeben? Das ist ja total komisch. Oh, die Schmiedeschürze gibt eigentlich... Sieht sogar relativ sexy aus. Die könnte ich aber nicht verkaufen, weil das gestohlen ist. Und gestohlene Sachen kann man nur in der Diebesgilde verkaufen. Und bis wir da sind, dauert das. Deswegen klaue ich auch eigentlich nur Sachen, die ich entweder selber anziehe oder die ich benutzen kann. So, und das hier ist der Keller, wo wir jetzt reingehen. Und wenn wir rauskommen, wird Anise uns umbringen wollen. Weil wir das hier entdeckt haben. Ihr Meth-Labor. Guckt's euch an. Ihr Meth-Labor. So, ich muss jetzt mal ganz kurz. Das werdet ihr jetzt auch häufig genug sehen. Aber ich werde Screenshots machen. Ich weiß, es ist ein bisschen lächerlich. Aber ich werde es machen. So. Habe ich gemacht. Nee, ich muss das immer nur schneller machen. Dann geht's auch eigentlich so. Dann gehen ungefähr 30 Sekunden zwar vom Video verloren. Aber das geht ja eigentlich noch. Nur ein Wurz, das ist verdammt selten. Aber ich glaube, das können wir uns sogar selber irgendwann anbauen. So, Alchemielabor. Dieses Labor, ja, da können wir jetzt die ganzen Zutaten, die wir haben und die wir entdeckt haben, zusammenbrauen. Zum Beispiel Anfälligkeit gegen Feuer können wir uns viermal brauen, da wir ja vier von diesen beiden Sachen haben. Können wir das herstellen. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Das levelt nicht nur Alchemie, sondern gibt uns vielleicht auch mal ein paar gute Tränke, die wir vielleicht sogar wirklich benutzen. Welche jetzt, glaube ich, hier nicht dabei waren, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Anfälligkeit für Feuer. Doch, das ist so. Das ist zum Beispiel super. Wenn wir Magier sind, dann können wir das zum Beispiel. Ja, du musst eine Waffe ausrüsten, um sie vergiften zu können. Hm. Vielleicht werde ich doch einen Bogen haben. Oh, guck mal, ist so eine Todesglockenblume. Und hier ist ein Brief. Den lesen wir. Alter, ist das klein. Kann man das irgendwie... Nee. Helgi, Liebes, warum zögert ihr? Ihr spürt doch die Macht in eurem Blut pulsieren. Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nach ihr greifen. Sagt euch los von euren Jungen und kommt, lebt mit mir im Wald. Meine Schwester wird bald hier sein. Zusammen können wir einen richtigen Zirkel bilden und dann kann eure Ausbildung wahrhaftig beginnen. Naja, da könnt ihr mal sehen. Diese Fotze da oben möchte, dass sich eine von ihren Jungen, anscheinend ihr Kind, losreißt, nur um irgendeinen Zirkel beizutreten. Die sind auch ganz schön selten, die Dinger hier. Das ist bitter. Das ist verdammt bitter. Schmeckt bestimmt auch bitter. So, Schlachterfischei gibt uns Giftresistenz. Das ist ja schön. Verkohltes Geberfell. Okay. Wir hatten noch gerade diese Kanniswurzel. Und Blauschmetterlingsflügel. Ja, man kann auch Schmetterlinge fangen. Oh, jetzt haben wir das volle Paket wieder abbekommen.
So, hier können wir verzaubern. Das Problem ist, wir können auch entzaubern. Das ist nicht das Problem jetzt, aber das hier werde ich jetzt erstmal entzaubern. So. Nur weiß ich nicht so recht, was wir verzaubern sollen. Da wir ja eine gute Rüstung bisher haben eigentlich. Wir können zum Beispiel eine Magiker-Regeneration verstärken. Aber wir haben keinen Gegenstand dafür. Doch, warte mal, wir haben doch Schuhe an, oder? Haben wir Schuhe an? Warte mal. Was haben wir an? Wir haben die leichten Armschienen haben wir an, genau. Wir haben die Schuhe an. Und das war's. Armschiene, Schuhe. Ja. Warum können wir die nicht verzaubern? Das wäre doch voll geil eigentlich. Kaiserliche Armschiene. Aber das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Das ist doch Rüstung. Kann nicht auf diesen Gegenstand gewirkt werden. Ja, aber warum denn nicht? Das verstehe ich nicht. Das ist schade. Naja. Okay. Gut, wir können zwar noch ein bisschen ein paar Äpfel und so sammeln, aber ich glaube... Oh, wie schnell geht die Ladezeit bitte? Ho, das ist ja geil. Mensch. Was war? Ja, ja, du blöde Kuh, weißt du was? Wir machen es jetzt auf die harte Tour. Boah, stirb. Du blöde Kuh, ey. Reiß dich von deinem Jungen los und komm zu uns. Ja, ja, ich habe das alles mitbekommen. Die können wir gleich in... Was ein Anblick. Die können wir gleich entzaubern gehen. Die findet keiner so schnell mehr, hoffentlich. So. Ich hoffe mal, das bringt irgendwas. Nee, das bringt, glaube ich... Nee, das bringt gar nichts mehr, weil wir das schon haben. Das kennen wir schon, ja. Na gut, schade. Schade, schade. Aber wenn wir Waffen finden... Das ist es, das ist es jetzt nämlich. Ich glaube, ich brauche doch einen Bogen. Den werde ich mal als Favoriten machen. So. Die Pfeile brauche ich jetzt nicht unbedingt als Favorit machen. Denn wenn wir wirklich Gegner haben, die wir anfällig für Feuer machen müssen oder wollen, dann können wir den Bogen benutzen, das darauf kippen, auf die Pfeile, den Typen abschießen, dann ist er vergiftet und dann können wir mit unserer Magie den leichter anzünden. Alter, wie der Baum entwurzelt wurde hier. Krass. Ist mir früher noch gar nicht aufgefallen. Ist der neu? Nee, ne? Hm. Und das meine ich. Das Spiel gibt verdammt viele Vorschläge, wie man einen Gegner oder allgemein, wie man diese Situation lösen kann. Man kann echt viel rumexperimentieren und das mag ich. Ich finde das cool. Und da war, glaube ich, gerade ein Hase. Ja, da ist ein Häschen. Ja, die müssen jetzt nicht unbedingt killen. Das macht keinen Sinn. Zeig uns den Weg. Oh, Hellsehen. Okay, der will, dass ich hier lang gehe. Theoretischerweise ist es eigentlich egal, wo wir lang gehen. Hauptsache, wir folgen dem Marker da oben. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass wir das nicht ausschalten können an sich. Das würde das Spiel noch ein bisschen besser tun. Das würde dem Spiel noch ein bisschen besser tun, meine ich. Aber okay, vielleicht kommt das ja irgendwann als Mod. Dann werde ich das auf jeden Fall runterladen. So. Jetzt haben wir aber erstmal Flusswald entdeckt. Im Flusswald gibt es alle möglichen Geschichten und Quests. Und vieles mehr. Das Spiel ist verdammt, ja, grandios. Niemand. Habt ihr schon gehört? Das Flusswald-Handelskontor wurde ausgeraubt. Der arme Lukan ist sicher am Boden zerstört. Was? Ausgeraubt?
Hey, Sven. Tindal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Feendal, das ist ein Name, der mein Kopf immer bleiben wird. Ihr werdet vielleicht auch irgendwann noch sehen, warum. Es passieren sehr viele lustige Dinge teilweise auch. Gute Frau. Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hä? Wer redet denn da? Warlof, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Oh, die Quest geht los. Ach du Scheiße. Das wollte ich gar nicht. So. Ja. Onkel Ralo, zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Ralof reden. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten an euch heranschleiche. Also, Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Wir kriegen Geschenke. Geschenke sind Geschenke. Von daher nehmen wir einfach mal alles an. Achso, wir müssen... Okay. Lalalala. Wir sind gar nicht gierig, nein. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgrove in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Genau. Und auch hier mache ich jetzt mal ganz kurz den Cut, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Ich weiß, das Gespräch ist noch nicht mal vorbei und ich hätte es jetzt weiterlaufen lassen können. Aber ich möchte nicht überziehen und ich möchte so... Ja, im Rahmen bleiben. Von daher sehen wir uns im nächsten Part von Skyrim Remastered. Bis dann und ciao.